So, hallo, wir machen weiter. Ich hoffe, es passt alles. Sieht noch nicht so aus, als ob es wirklich stark ausschlägt, aber ich glaube, man kann mich hören. Okay. Ah, doch, jetzt. Okay. Jetzt aber so stark muss es dann auch nicht ausschlagen. So. Wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon ganz, ganz lange her. Also, wo ich noch die letzten Parts gesagt habe, es ist der 30. Juli, habe ich Juli? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war der 30. Juli oder so. Jetzt ist jedenfalls der 12. August. Also ich habe fast 2 Wochen nicht aufgenommen. Wir waren im Wassertempel. Wir haben, glaube ich, alles fertig und können jetzt einen Boss machen. Ich glaube, ich hoffe ja. Ich habe es tatsächlich geschafft, so lange nicht aufzunehmen, dass es jetzt wieder zeitlich knapp geworden ist. Heute ist der Part mit der speziellen Truhe und Rückkehr gekommen. Also ich glaube, es ist jetzt noch ein Part und dann kommt schon der hier. Ja. Sollten die nächsten Tage mal ab und zu keine Parts kommen, habe ich es nicht geschafft, bin ich nicht hinterhergekommen. Obwohl ich so viel voraufgenommen habe, bin ich wieder ein bisschen im Zeitdruck. Naja. Jetzt wollte ich danke fürs Zuschauen sagen. Ja, das war's. Kurzer Part heute. Nein. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind. Es ist ungeschnitten. Das ist alles Wichtige. Und wir gucken uns jetzt den Boss vom Wassertempel an. Ich meine, es muss irgend so ein Schlammviech sein. Was man bisher zu den Bossen halt sagen muss von TOTK. Wobei der zweite war eigentlich herausfordernd. Ich wollte gerade sagen, sie sind cool, aber nicht herausfordernd. Aber der zweite hatte eigentlich schon ein bisschen was drauf. Der erste war halt super imposant, aber konnte halt nichts. Leider. Jetzt gucken wir mal, was der dritte kann. Ich bin gespannt. Sehr gespannt. So, das Wasser macht den Schlamm natürlich weg, wie es sein soll. Und jetzt kommt so ein Schlammmonster. Oh, der Schlamm ist weg. Dann müsste das Dorf eigentlich auch. Oh. Ja. Pass auf! Schuld! Ah, okay. Ich wollte schon sagen, da ist aber ein kleiner Gegner. Jetzt ist er ein bisschen größer geworden. Komm doch! Wir zeigen wir es! Das tun wir vielleicht, hoffentlich. Das Ding spuckt Schlamm aus? Aber gemeinsam können wir es schlappen. Vielleicht heile ich mich erstmal. Bevor man so einen Bosskampf reingeht, ist vielleicht eine Heilung nicht ganz verkehrt. Habe ich noch irgendwas Sinnvolles zum Essen, was nicht einen Effekt gleich mitbringt? Ich meine, ich könnte was mit Rüstung und Abwehr hochpowern. Abwehr hoch ist vielleicht gar nicht verkehrt. Oder Angriff. Komm, wir machen was mit Angriffsessen. So. Oder? Oder was nehmen wir denn mal? Weil ich habe hier gar nichts Vernünftiges mehr zum Essen. Das ist ja doof. Das ist ja schon wieder doof. Ach doch, ich habe noch einen Pilzspieß. Komm, dann nehmen wir erstmal den Pilzspieß. So, nom nom nom. Okay, ich kann doch irgendwie. Ach ja, ich muss doch hier Wasser wahrscheinlich. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich brauche dich gleich wieder. Ah, der muss kurz regenerieren. Nein, nicht du. Was für ein Oh. Angriff. Wo der trifft, wächst kein Gras mehr. Oh mein Gott, das war echt ordentlich. So.
Okay. Neue Waffe. Ach so, nee, Quatsch. Wie wechsle ich nochmal Waffe? Anders. Nein. Ja. Scheiße! So langsam wird's gefährlich. Kannst du dich nicht heilen? Alter! Backseat-game mich hier mal nicht so. Habe ich eine Fee eigentlich? Also habe ich ein Backup, falls ich... Ich habe kein Backup, ne? Okay. Eigentlich ist Feenwasser. Ich wüsste nicht, warum man es jetzt nicht trinken sollte. Aber komm, wir nehmen mal Verteidigungsessen. So. Deckung! Gut, gut funktioniert. Immer drauf. Weiter drauf. Ach Mann. Okay, Wasser. Ja, bitte, es geht doch. Bleib doch mal hier. Los, zum Angriff! Ah, shit, neue Phase, okay. Was kommt jetzt? Bah, überall Schlamm. Hier okay, eigentlich das Gleiche, ne? Ja. Er schwimmt im Schlamm? So erwischen wir ihn nicht. Mein Gott. Überlass das Spiel! Der Schlamm macht uns langsamer. Können wir nichts dagegen tun? Ich arbeite dran. Also gut. Aber erst muss ich den Typen wieder weg. Los. Der macht da wieder Neuschlamm. Drecksvieh. Alter, der macht ständig Neuschlamm. Oh, meine Gamma klingert sich auf. Meine Gamma klingert sich auch verabschiedet. Okay. Es regnet Schlamm. Nimm dich hinab. Ja, toll. Brauchst mal wieder eine Waffe. Ja! Och nee, jetzt hat es gar nichts gebracht. Junge! Wo ist der? Geht's dir gut? Toll. Nee, mir geht's nicht gut. Aber dem geht's auch gleich nicht mehr gut. Jawohl.
wie, was soll denn das? Boah, Alter. Nee, ich warte einfach immer, bis er wieder kann und dann hau ich den so weg. Mir scheint in der Phase, wenn er da so den Quatsch macht, dann komme ich da einfach nicht an ihn ran, vernünftig. Dann lasse ich das halt lieber. Weil danach kriege ich ihn ja. Also dann soll er sich halt hier austoben und danach kriege ich ihn ja. Es fehlt nicht mehr viel. Eben. Hey, wo ist mein Wasser hin? Hallo? Das hat gesessen. Sei vorsichtig. Ich hab doch ihn auch getroffen. Ich wollte nicht. Scheiße. Man kann bestimmtes Wasser irgendwie noch anders loswerden, aber was soll's. Oh, jetzt mach dich doch mal weg. Komm, mach dich wieder zu deinem komischen Ding und dann. Und dann hören wir einfach auf, okay? Nein, es ist das Wasser wieder weg! Mein Gott! So. Okay. Herausfordernder als der erste Kampf. Nicht so herausfordernd wie der zweite Kampf. Aber ist okay. Kampf war in Ordnung. Vielleicht habe ich mich an irgendeiner Stelle falsch angestellt. Das kann durchaus sein. Ich glaube, das könnte man einfacher machen. Aber es hat funktioniert am Ende. Und das ist alles, was zählt. So, das Wasser wird wieder rein. Der Schlamm unten verschwindet. Sehr schön. Und wir kriegen jetzt wieder ganz viel Vergangenheitssequenz und so weiter zu der Fähigkeit von Sidon. So. Und ich muss unbedingt was kochen, haben wir auch gelernt. Ich habe kein gescheites Essen mehr. Okay. Dann gucken wir uns eine Weile Sequenzen an. Let's go. Sidon, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Diese Stimme. Die gleiche, die schon die ganze Zeit zu uns gesprochen hat. Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Sora-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Wassers. Du kämpfst wie das Wasser selbst, fließend und unaufhaltsam. Ja, du bist mein Erbe, die Zierde der Suras. Das schmutzschweine Monstrum, das ihr besiegt habt, es diente dem Dämonenkönig. Sein Zweck war es, dich von dem Kleinod fernzuhalten, welches du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonenkönig und Mysterienstein? Oh ja. Beides wird auf deinem Wege von gewaltiger Bedeutung sein.
Drum höre nun, was ich dir zu erzählen habe. Über die Tragödie des Versiegelungskriegs und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Reich Hyrule war eben erst aus der Wiege gehoben worden. Also die zeigen alle dieselben Szenen, ne? Die vergangen. Ja, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der mächtige Dämonenkönig. Doch Rauru, Hyrules erster König, scharte 6 Krieger um sich und stellte sich dem Angriff tapfer entgegen. Um den Dämonenkönig zu besiegen, gab uns Rauru die Mysteriensteine. Geheiligte Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger vervielfachen. Als Weise des Wassers kämpfte ich erbittert, ausgestattet mit einem solchen Stein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Mit unfassbarer Kraft und Geschwindigkeit durchbrach er meine sonst so standhaften Wasserwelle. Schließlich begriff König Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig unmöglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Das hätten wir dir auch schon mal erzählen können. Und kurze Zeit später, da besuchte mich eine der Weisen, die Weise der Zeit. Ihr Besuch war es, der den Soras ihre Bestimmung auftrug. Irgendwann wird das Siegel brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Wenn es soweit kommt, dann wird Link ihm die Stirn bieten, doch er wird Hilfe brauchen. Ich bitte dich, leiht dem Ritter Link die Kraft der Soras über das Wasser zu gebieten. In diesem Moment durchfloss mich ein Gefühl der Entschlossenheit. Unser größter Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Wenn er wiederkehrt, wird das Volk der Soras erneut einen Weisen des Wassers hervorbringen. Und dieser Weise wird deinem Ritter Link treu und tatkräftig zur Seite stehen. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Zwar hast du das Dorf der Soras gerettet, und doch, der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Sidon, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und erfülle das Versprechen, das ich der Weisen der Zeit gab. Also im Grunde, ich will nicht meckern. Die eure haben. Aber nachdem man das, das dritte Mal erlebt, es ist halt immer das Gleiche, ne? Ich bin dazu bestimmt, gemeinsam mit Link zu kämpfen? Das waren coole Sequenzen und alles, aber es war halt nichts, wo ich jetzt sagen muss, so, da habe ich jetzt nicht kommen sehen. Dabei wollte ich eigentlich nur unser Dorf retten. Doch damit ist's wohl nicht getan, so scheint mir. Genau wie meine Ahnen muss ich für ganz Hyrule kämpfen. Drum werde ich den Stein akzeptieren. Ich bin der Weise des Wassers. Sieh nur, dies ist meine neue Macht. Deine Hand, bitte. Ich, Sidon, werde von nun an als Weiser des Wassers mit dir sein.
empfange dies als Zeichen meiner Treue. Bling. Aber es muss auch immer dasselbe sein, weil ja die Reihenfolge, wie man es angeht, divers ist. Ne? Also ich kann ja als erstes zu Sidon, ich kann ja als erstes zu den Ori, ich kann ja als erstes zu den Orni, ich kann ja als erstes zu den Gerudo, ich kann als erstes zu den Goronen. Es muss immer das Gleiche sein. Fortan jederzeit Zugriff auf meine Macht. Das ist der Nachteil an der offenen Welt. Auf alte Freundschaft, Link. Na dann, zurück in unser Dorf. Das ist beim ersten Mal noch was Besonderes und danach ist es halt so, ja, kenne ich halt schon. Das wird bei den Gerudo halt nochmal sein. Ja, kenne ich halt schon. Nur mit bisschen anderem Text. So, ja. Es muss so sein, aber es ist auch nicht gut, dass es so sein muss. Okay. Weil das waren jetzt bestimmt, keine Ahnung, seit Besiegen des Bosses, 8 Minuten, 9 Minuten, die keinen Mehrwert geboten haben, außer dass ich eh wusste, was passiert. Das ist jetzt Mehrwert. Weil das ist jetzt individuell. Yay. Der Schlamm ist weg. Sehr schön. Und ich darf wieder lesen. Link, schön, dass du wieder da bist. Du hast es selbst schon gesehen, stimmt's, Link? Toll, oder? Der Schlamm ist weg, keine Spur mehr weit und breit. Link, dein Mut hat das Dorf der Zoras und seine Einwohner vor einem furchtbaren Schicksal bewahrt. Keine Worte können unseren Dank ausdrücken, oh Held. Wir Zoras werden dir auf ewig verbunden sein. Mal wieder. Und höre, Sidon. Wie auch Link hast du mit einer der Macht gekämpft. Um das Dorf zu retten. Ein prachtvoller, heldenhafter Einsatz. Wir zweifelten nie, dass du dereinst des Thrones würdig sein würdest. Und nun ist zweifelsfrei der Moment gekommen. Mit dem heutigen Tage wollen wir als König abdanken und unseren Thron dir überlassen. Aber Vater, ist das nicht zu plötzlich? Denk doch, ob nicht. Mitnichten, Sohn. Es mag wie ein spontaner Beschluss anmuten. Doch den Gedanken trugen wir lange im Herzen. Sidon, mein Sohn. Hiermit sollst du als neuer König den Thron besteigen. Nimm Jonas Hand und schenke den Zoras eine goldene Zukunft. Ich, der König? Ich danke dir, Vater. Du wirst stolz auf mich sein, das verspreche ich dir. Sehr gut, Sohn. So gefällst du uns. Nein, nicht uns. Ich wollte schon sagen, man hörte damit endlich auf. Danke. Nun los, kröne man den neuen König. Der edelste Ritter Hyrule sei Zeuge dieses hehren Augenblicks. Ruhe, Ruhe, sage ich. Mit dieser Krone, empfangen vom großen Dorefan, diene ich ab diesem Tag als König dem Volke der Zoras. Ja. Und ab dieser geschichtsträchtigen Stunde, Entschuldigung, soll nicht nur ich König sein, sondern Jona meine Königin. Der Schrecken des Schlammes ist gebannt. Nun können wir wieder furchtlos unter diesem schönen Himmel schwimmen. Zu verdanken ist dies König Sidon, dem edlen Ritter Link, sowie jedem Einzelnen hier im Dorf.
Es ist mir eine Ehre, von nun an Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Doch dies heißt nicht, dass alle unsere Probleme nun verflossen sind. So ist es. Solange die Finsternis in Hyrule weilt, ist unser hart erkämpfter Frieden so verwundbar wie eine Seifenblase. Er muss bewahrt werden. Nun liegt es an den Zoras, Link zu unterstützen. Helft ihm, so sehr ihr nur könnt. Und auch für Königin Yola und mein Gott, ich will nicht ständig gähnen. Und auch für Königin Yona und König Sidon sei dies die erste große Aufgabe unserer Regentschaft. Alles klar. Das war ein sehr ehrlicher Jubel. Nun, Link, sprechen wir über Prinzessin Zeldas Verbleib und was ich darüber weiß. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich in einer Vision die Weiße der Zeit, als würde sie vor mir stehen. Sie sah Prinzessin Zelda so ähnlich. Es kann kein Zufall gewesen sein. Sie war es, da bin ich mir sicher. Hey. Und jene Zelda, die im Dorf erschienen ist und meinen Vater angegriffen hat, können sie und die Person, die ich in der Zeit meiner Vorfahren sah, wirklich eine und dieselbe sein? Fragen über Fragen, doch so leid es mir tut, die Antworten halten wir nur, wenn wir die Prinzessin selbst finden. Link, da ich soeben den Königsthron erstiegen habe, kann ich dich nicht auf deinen Reisen begleiten. Bitte verzeih. Doch ich werde weiterhin nach neuen Erkenntnissen zu unserer verlorenen Prinzessin Zelda suchen. Bitte versprich, dass du recht bald wieder im Dorf der Zoras die Ehre deiner Anwesenheit schenkst. Link, du und ich werden für immer durch die Macht der Weichen miteinander verbunden sein. Darf ich jetzt weiterspielen? So. Okay. Es ist halt, also dass jetzt gekrönt wurde und so, das ist jetzt der individuelle Teil gewesen, das ist auch schön gewesen. Aber ansonsten ist es jetzt so viel Zeit seit dem Besiegen des Bosses. Ist einfach weg. Die Zeit ist einfach weg. So, krieg ich noch hier irgendwas Hübsches? Ja. Link, wir können, ich kann dir gar nicht genug. Oh, danke, dass er endlich damit aufhört. Ich bin sicher, dass du uns verlassen und deine Reise fortsetzen wirst, aber die Zoras werden dich weiterhin unterstützen. Sollte es irgendwas geben, das wir für dich tun können, lass es uns bitte wissen. Ach, ich kann für den Königsschuppen bekommen? Du hast doch die Königsschuppen noch gar nicht aufgebracht. Ich krieg von ihm neue Königsschuppen. Okay. Interessant. Okay. Hauptsache, Sidon fängt jetzt nicht an, auch in der Wir-Person von sich zu reden. Hey! Okay. Puh. Ich hatte schon Angst, dass er als König jetzt auch in diesem Sprachgebrauch verfällt. Ja, alles klar. So. Du noch irgendwelche Worte an mich? Mit deiner Hilfe konnte König Sidon sein ganzes Potenzial entfalten und zu einem würdigen Thronfolger werden. Nun kann ich das Dorf ohne Zorgen verlassen. Es befindet sich in guten Händen. Du musst wissen, dass ich zu Pura gehen werde, als Repräsentant des Dorfes. Oh. Interesting. So, was mit dir? Du hast doch gerade... Hä, da war doch gerade ein Ausrufezeichen über den Kollegen. Ach, guck, jetzt ist er wieder da. Also, wie ich schon so oft gesagt habe, du musst mit deiner Verantwortung als Jonas Dienerin immer bewusst sein. Eine Kammerfrau muss sich stets so betragen, dass sie ihre Herrin keine Schande macht. Ja, ja, natürlich. Kommt nicht wieder vor. Ah, Link. Oh, werter Link. Es ist mir entsetzlich peinlich, dass ich euch nicht früher bemerkt habe. Ich stehe ja auch nur komplett damit. Ja, kann man übersehen. Weil du so mit deiner Predigt beschäftigt warst. Diese Predigt muss ich nur halten, weil du so nachlässig bist. Jona hat uns noch extra mitgeteilt, wo der Zora-Helm, den sie Link schenken wollte, zu finden ist. Dem Himmel zu Star gebracht, sagt sie. Und was hast du diesbezüglich jetzt unternommen? Ja, doch, ich weiß es ja. Ich habe schon alle Flüsse der Gegend nach diesem Fisch abgesucht, der angeblich den Zora-Helm verschluckt hat. Ah, okay, das ist eine Quest, um den Zora-Helm zu finden. Okay. Ja gut, es ist ein Kleidungsstück. Das ist tatsächlich was Nützliches. Da kümmern wir uns mal gerade drum. Denn das kann ja dann nur...
da oben sein. Na, Himmelsfisch. Ja, ich weiß es doch. So, damit haben wir drei Schwüre. Sehr, sehr schön. Oh, da steht immer noch die Truhe von dem besiegten Ding rum. Was war denn da drin, dass ich sie nicht mitgenommen habe? Sicherlich eine Waffe und jetzt habe ich Platz für eine Waffe. Ja, genau. Jetzt habe ich Platz für eine Waffe. So, ja, hier wollen wir hoch. Hui! So, im Maul, haben die gesagt, ist was drinne? Nee, da kommt nur das Wasser raus, oder? Nee, da kommt nur das Wasser raus, okay. Aber irgendwas soll hier sein, warte mal. Es heißt, er sei dem Himmelsfisch dargebracht worden, aber was bedeutet das? Ah, okay, okay, okay. Dargebracht worden. Dann gucken wir uns hier drauf halt mal ein bisschen genauer um. Toll. Aber auch der leuchtende Ivarok-Hammer hat uns gute Dienste erwiesen. Ah. Bin jetzt noch nicht so viel schlauer geworden. Hier finde ich auch nichts. Da geht es noch ein bisschen runter. Führt mich jetzt aber auch nicht weiter. Ich meine, es ist ja gut möglich, dass diese Steine auf der anderen Seite auch nochmal irgendeine Formation bilden, durch die ich auch nochmal so einen Pfeil schießen kann. Man kann ja mal gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Weil ich wüsste jetzt zumindest nicht. Oha. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht darauf rumklettern, aber ist auch interessant. Ach, guck mal, da ist wieder so ein Flugrätsel wahrscheinlich. Ja, aber also hier irgendwo in so eine Säule rein oder so, das ist es jetzt auch nicht. Das war noch so eine Idee von mir. Aber auch ein bisschen albern zu be honest. Aber das ist definitiv der Himmelsfisch. Das ist definitiv der Himmelsfisch. Aber ich sehe jetzt nicht, wo ich hier einen Zora-Helm finden könnte. Nee, dass sich die Dinge zusammensetzen, das war eigentlich nur hier der Fall. Das ist nur hier, also nur hier ganz eindeutig. Woanders sind es einfach nur irgendwelche Formationen.
Haben die Vögel irgendwas zu sagen? Also ich glaube, ich weiß nicht. Das wirkt mir jetzt hier zu random, dass ich da jetzt irgendwas rumsuche. Ich hätte zwar ja, okay, das ist einfach nur eine Kiste. Ich vermute zwar, dass hier irgendwo irgendwas ist. Okay, das ist doch gar keine Kiste mehr. Dass hier irgendwo irgendwas ist, aber ich bin da jetzt, glaube ich, zu lost, um genau zu wissen, was man hier tun könnte. Ich sehe hier keine. Keine echte Idee. Das ist okay, da unten ist noch eine Platte, die deutlich größer ist als alle anderen. Aber das ist auch einfach nur. Ja. Halt eine Platte, ne? Keine Ahnung. Er wurde dem Himmelsfisch da gebracht. Keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt auch keine Lust, ehrlich gesagt, weiterzusuchen lange. Und groß und breit. Muss ja auch nicht sein. Was wir aber gerade mal machen. Ist das hier. So. Okay. Das ist genau da, wo ich. Nee, ich keine Ahnung. Das ist definitiv der Himmelsfisch. Was anderes kann gar nicht der Himmelsfisch sein. Also das ergäbe einfach wirklich überhaupt keinen Sinn. Das ist der Himmelsfisch. So, und dem wurde dieser Thora-Helm dargebracht. Keine Ahnung. Da drauf war nix. Und die Dinger da jetzt alle einzeln angucken, halte ich nicht für sinnvoll. Nee, ich weiß es nicht, was die von mir wollten. Ich weiß es wirklich nicht. Da ist irgendein Lager, das interessiert mich ehrlich gesagt herzlich wenig. Ich denke, das hier ist alles nicht so. Wir gehen jetzt nochmal ins Dorf. Und gucken nochmal, ob wir die nochmal genauer anquatschen können. Ob ich noch irgendwas mehr in Erfahrung bringe. Aber das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Also unabhängig davon, das Wasser dort sah irgendwie
Ach, das ist kein Wasser, deswegen. Verdächtig aus, würde ich schon sagen. Ja, weil es kein Wasser ist. So. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Ich habe mir schon gedacht, dass hier jetzt 3 Millionen Menschen... Oh, guck mal, wer hier ist. Guck mal, wer hier ist. Ich wollte schon sagen, ich habe mir schon gedacht, dass jetzt hier 3 Millionen Leute auf mich warten. Aber jetzt erstmal hier nochmal. Der Zora-Helm wurde dem Himmelsfisch dargebracht. Mehr sagen die nicht, ne? Mehr sagen die nicht. Ich weiß, was der Himmelsfisch ist, aber... Ich habe da oben nichts gesehen, was wie eine Truhe aussieht. Naja. So, ist hier noch irgendjemand, der eine Quest für mich hat? Während der Zoras, Zusatz 2, meine große Aufgabe. Ja, schon recht. So. Ne, also hier ist keine Quest im Wasser. Sehr gut. Die quatschen auch nur über die Geoglyphe, ne? Na, wenn das nicht Link ist, du interessierst dich ebenfalls für die Geoglyphe hier, nicht wahr? Wir sind hier gereist, um sie zu erforschen, aber wegen des Schlammes der vom Himmelfisch war das unmöglich. Doch nun regnet es endlich kein Schlamm mehr, da können wir uns jetzt der Geoglyphe widmen. Link, hast du die Geoglyphe im Süden von Hebra schon gefunden? Ja, vormal eine Festung. Ja, also die erinnern halt auch einfach nur immer wieder an die Geoglyphe. Haben jetzt aber auch keine wichtige Bedeutung. So, aber Jona. Oh, Link, vielen Dank für das, was du getan hast. Ich habe lange überlegt, was ich im Gegenzug für dich tun könnte, um dir die Rettung des Dorfes zu danken. Jato hat die alten Schriften aufgeschrieben, die vom Zora Beinschutz berichten. Es heißt, dass ihr Träger die Fähigkeit erhält, sich ganz nach Belieben im Wasser fortzubewegen. Ja, das könnte mir durchaus helfen. Okay, also wir haben Zora Helm und Beinschutz. Er soll im antiken Zora-Heiligtum als Opfer für die Freundschaft von Zoras und Hylianern dargebracht worden. Alles wurde irgendwo dargebracht. Ich bringe euch auch gleich was dar. Im antiken Zora-Heiligtum. Jeden Winkel des Heiligtums abgesucht. Das antike Zora-Heiligtum war doch das, wo... Weißt du schon. Wo... Ich komm nicht drauf, was ich sagen will. Ah, wo der Dorefan sich versteckt hatte. War das nicht das antike Zora-Heiligtum? Da hinten irgendwo, hinterm Wasserfall? Hallo, wo sind denn meine... Hallo? Meine Kollegen sind nicht da. War das hier dahinter? Wo war das denn? Ja, jetzt komme ich nicht an den scheiß Wasserfall ran. Ja, geil. Ja, perfekt. Großartig. Ja, das hat ja gut funktioniert. Oh,
Wo war das denn? Ach nee, das war der Kristallpalast. Das war was anderes. Antikes Zora-Heiligtum. Wo soll das denn sein? Ach, das ist dieses Ding. Oh nee. Oh nee. Das ist dieser riesige Bereich. Ja, puh. Genau. Ganz meine Rede. Ganz meine Rede. Puh. Was ist das? Wieso ist hier in... Was? Liegt der schon immer hier rum? Wait a moment. Von dem Fisch sind ja auch Sachen abgebrochen, ne? Und hier gelandet. Oh no. Aber heißt das dann? Guck mal, man kann sich hier so einen Dings bauen. Wieso kann man sich hier einen Ballon bauen? Ich habe das Gefühl, diesen Zora-Helm zu finden, ist so eine richtige Suchgeschichte. Ja, der könnte auf dem Fisch gewesen sein, dann ist es alles abgebrochen und jetzt hier irgendwo liegt jetzt der Zora-Helm rum. So gefühlt, keine Ahnung. Wir gucken jetzt aber mal in dieses Heiligtum noch rein. Den Beinschutz hätte ich schon gerne. Der Beinschutz klang schon tatsächlich ganz brauchbar. Wie oft ich diese scheiß Treppe schon hochgelaufen bin, das ist unglaublich. Gucken wir diese ganzen Steine runter. Ich habe jedes Mal das Bedürfnis, dann einfach hochzugehen. Aber ist natürlich Quatsch. So, ist hier jetzt eigentlich auch noch jemand? Kann ich hier auch noch irgendwas tun? Außer Fische holen? Ne, hier ist niemand mehr. Ist noch ein Fisch im Wasser irgendwo? Jo. So, von hier aus komme ich am schnellsten unter ins Heiligtum, ne? Ja. Aber das war sehr klug von mir. Ui!
So, also hier muss irgendwo der Beinschutz jetzt noch sein. Wir haben es ja damals noch weiter geflutet, ne? Also theoretisch müsste das Wasser jetzt noch viel höher sein. Frage ist jetzt, wie gut ist dieser Beinschutz versteckt und wo? Naja, wir werden der Sache bestimmt gleich auf den Grund gehen können. Also hier im Wasser ist nichts, ne? Nee. Okay. Das ist doch schon mal. Mal hier hoch. Wir klettern nicht hier hoch. Weil alles nass ist. Okay. Ist die Frage, will ich da hoch oder nicht? Weil ich könnte mir. Okay. Ich könnte mir ja eine Möglichkeit bauen, da hoch zu kommen. Okay, hält. Ha! So. Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Auf der Seite schon mal nicht. Und da drüben? Weil da drüben könnte ich natürlich den gleichen Trick anwenden, ne? Ich bleibe aber mal oben. Ah, guck mal, das Wasser ist wieder unten, oder was? Oh, das ist interessant. Das Wasser ist ganz weg. Das... Okay, das erklärt... Ja, gut. Ja, gut. Dann ist vermutlich. Ja, okay. Ja, okay. Dann ist vermutlich einfach da unten was. Weil da war ich ja noch nie. Ja, kein Wasser, genau. Na? Okay, dann suchen wir hier das nächste Mal. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Weil dann ist das jetzt praktisch neues Gebiet geworden. Den Teil da unten kennen wir noch gar nicht. Dann suchen wir da das nächste Mal den Beinschutz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.